Hi, vor 2 Wochen hatte ich ja bereits angekündigt, dass dieses Video kommen wird und hier sind nun meine Top 8 legendären Gebäude in Forge of Empires. Auf Platz 8, der Relikt-Tempel. Es gibt im Prinzip nichts, was man mit diesem Gebäude nicht erhalten könnte. Teilweise sogar in großen Mengen wie 100 Forge-Punkte oder 200 aktuelle Güter. Sogar spezielle Gebäude können gewonnen werden. Der einzige Nachteil, man muss was dafür machen. Wenn man die Gildenexpedition nicht regelmäßig und wenigstens in relativ großem Umfang spielt, ist dieses Gebäude wertlos, da es keinen aktiven Bonus bringt und eben nur die Chance auf Relikte bietet. Sobald man die 10. Stufe überschreitet, geht die Chance auf ein Relikt übrigens nur noch im Schneckentempo von 0,25% voran. Neben den großen Vorteilen der Relikte dann also auch große Nachteile des Gebäudes an sich. Platz 7, das Castle de Monte. Man könnte es bestimmt ein Pflichtgebäude nennen. Die Kombi aus Forgepunkten und Kampfbonus in einem vergleichsweise geringem Zeitalter wie dem späten Mittelalter ist aber auch grandios. So können bereits kleine Spieler ihre kämpferischen Aktivitäten unterstützen und erhalten gleichzeitig noch das wahrscheinlich wichtigste Gut in diesem Spiel obendrauf. Nicht umsonst findet man dieses Gebäude teilweise auch noch bei Hochspielern der Rangliste. Platz 6 belegt der Innovation Tower. Aus dem späten Mittelalter springen wir kurz in die Gegenwart. Dort erwartet uns nämlich der Innovation Tower. Das schiffförmige Gebäude bietet zwar nur Platz für etwas weniger Bevölkerung als zum Beispiel das Habitat aus der Postmoderne, dafür bringt es allerdings auch hier wieder Forge-Punkte als Bonus. Die Anzahl entspricht derselben wie auch bei dem Castle de Monte. Schon ab Stufe 5 wird die Bevölkerung pro Feld des Eintagesgebäudes der Gegenwart übertroffen. Das rentiert sich also recht schnell und die Forge-Punkte, die man dann zusätzlich erhält, sind sozusagen nur die Kirsche auf der Torte. Platz 5, das brandneue Gebäude der Kraken. Ja, coole Effekte hat das Ding ja. Man hat schließlich täglich für eine bestimmte Anzahl von Gefechten eine bestimmte Chance, dass zu Beginn des Kampfes eine zufällige gegnerische Einheit stirbt. Die Forge-Punkte, die man zusätzlich auch noch täglich bekommt, sind da fast Nebensache. Aber das Ding ist eben aus der ozeanischen Zukunft. Wenn man da nicht schon selber sehr lange spielt oder hilfsbereite Kollegen hat, braucht man gar nicht erst versuchen, die Güter zusammenzukriegen. Ein weiterer Vorteil, der Prozentsatz steigt mit 1-2% je Stufe vergleichsweise schnell. Und das auch noch über Level 10. Fun Fact, auf Stufe 67 beträgt die Chance 95,55%. Nur falls das von euch jemand versuchen will. Dann muss man schon richtiges Pech haben, damit mal keine feindliche Einheit zum Anfang stirbt. Auf Platz 4 die arktische Orangerie. Ihr hört am Namen bereits den größten Nachteil dieses Gebäudes. Es stammt aus der arktischen Zukunft, also wieder ziemlich hoch. Dafür gibt es hier aber auch die größten Mengen an Forgepunkten bei legendären Gebäuden. Ab Level 10 entsprechen die Forgepunkte dem Level des Gebäudes. Außerdem gibt es natürlich prima noch etwas viel Interessanteres. Durch die arktische Orangerie erhaltet ihr bei jedem Treffer eines Feindes eine bestimmte Chance, dass das ein kritischer Treffer mit 150% Schaden ist. Diese Chance steigt allerdings nur recht langsam an, weshalb sie sogar auf Stufe 70 erst bei gerade mal 20% liegt. Eine super Unterstützung ist das allerdings trotzdem und wird euch, denke ich, doch schon den ein oder anderen Kampf retten. In den Top 3, das Alcatraz. Selbst der sekundäre Bonus, die Zufriedenheit, wird nur noch von der Gaia-Statue aus der arktischen Zukunft übertroffen. Doch Hauptaugenmerkmal ist hier wirklich die Produktion von unabhängigen Einheiten, was das Alcatraz zu einem Muss für Kämpfer macht und ihm zu Recht einen Platz in der Top 3 dieser Liste sichert. Das sollte unbedingt so früh wie möglich gebaut werden. Fragt dazu am besten in eurer Gilde oder im Freundeskreis, ob jemand für euch die Güter aus der Jahrhundertwende parat hat und euch helfen kann, das Gebäude zu bauen. Und dann baut es einfach. Selbst wenn ihr lange Zeit nicht kämpft, produziert ihr weiterhin alle 24 Stunden eine bestimmte Anzahl zufälliger Einheiten, von welcher ihr eine Kaserne in der Stadt platziert habt. Ab Stufe 10 steigt die Anzahl der produzierten Einheiten dann bei jeder Stufe um 1 an. Ab Stufe 12 sind das dann schon 10 Einheiten alle 24 Stunden. Platz 2, das Château Frontenac. Ein Must-Have für Liebhaber von Schleifenquest. Mit diesen kann man bekanntlich im Prinzip alle Gegenstände in diesem Spiel erhalten. Von Münzen und Vorräten über Güter und Blaupausen bis hin zu Diamanten. Das Château vervielfacht euch diesen Gewinn dann auch noch. Bereits auf Stufe 6 erhaltet ihr doppelte Questbelohnung und auf Stufe 10 insgesamt 150% obendrauf. Das Beste an diesem Gebäude, der Bonus auf Questbelohnung nimmt sogar nach Stufe 10 weiterhin um 5% die Stufe zu. Selbst kleine Diamantengewinne können so zu Jackpots werden und von Gütern und Forgepunkten will ich an dieser Stelle gar nicht reden. Kommen wir nun zu dem ersehnten Platz 1.
Für all die sozialen Leute unter euch, die gerne anderen bei ihren legendären Gebäuden helfen und ihrer Gilde etwas Gutes tun. Für euch gibt es die Arche. Dieses Zukunftsgebäude bringt eurer Gilde täglich eine vergleichsweise große Menge jedes Gutes eures Zeitalters und euch selbst vervielfacht es die Mäzenbelohnung. Geht man mal die Top-Rangliste der legendären Gebäude durch, sieht man, dass die Arche durchschnittlich das am meisten geförderte Gebäude bei vielen Spielern ist. Ist ja auch kein Wunder, die beste Möglichkeit, seine eigenen Gebäude zu fördern, sind Förderketten, bei denen man bei anderen Spielern Mäzenbelohnung absahnen kann. Wenn man nun diese Belohnung vervielfacht, kann man umso mehr Fortschpunkte direkt wieder in die Förderketten stecken, was euch noch mehr Fortschpunkte bringt. Ein ewig währender Kreislauf, der euch immer höher trägt. Oder wie denkt ihr, haben es die Top-Spieler geschafft, so viele Gebäude mit so hohen Leveln aufzustellen? Die brauchen doch nur irgendwo ihre Fortschpunkte investieren und bekommen den Großteil wieder raus und zusätzlich dann auch noch ein ganzes Set der Blaupausen von dem Gebäude. Die werden schließlich auch vervielfacht. Und dann zu sehen, dass sich auch noch die Gildenkasse füllt, ohne dass man selbst was investieren muss, das ist doch ein schönes Gefühl.